Gang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Sei gelobet der Name des Herrn, sei gelobet der Name des Herrn. Vom Aufgang der Sonne, vom Aufgang der Sonne, sei gelobet der Name des Herrn, sei gelobet der Name des Herrn, sei gelobet der Name des Herrn. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, sei gelobet der Name des Herrn. Warum gibt es unsere Welt so unterschiedlich und vielgestaltig? Die Bibel erzählt uns ganz vom Anfang dieser Welt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Auf der Erde herrschte großes Chaos. Finster war es und es gab noch nichts, ein richtiges Durcheinander von allem. Und Gott sprach, es soll Licht werden. Und es wurde Licht. Und Gott trennte das Licht von der Finsternis. Er nannte das Licht Tag. Und das Dunkle nannte er Nacht. Und Gott sah, was er gemacht hatte. Es war gut. So wurde aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach, es wölbe sich ein Himmel über die Erde. Und so trennte er das, was unten ist und das, was oben ist. Und er sah, was er gemacht hatte. Und siehe, es war gut. Es wurde daraus der zweite Tag. Und Gott trennte das Wasser vom Festland. So wurden Flüsse und Bäche, Meere und Pfützen und festes Land, auf dem etwas wachsen kann. Und darum sagte Gott, die Erde lasse hervorsprießen Kräuter und Sträucher und Bäume. Und so wurden alle Wiesen, alle Wälder und alles Unkraut, auch das Tausendschönchen. Und Gott sah, was er gemacht hatte. Und es war gut. So vollendete sich der dritte Tag. Und Gott sagte, am Himmel sollen Gestirne sein, kleine Sterne, die man nur sieht, wenn es richtig dunkel ist. Die Sonne, die es richtig hell macht und warm, und der Mond, damit man Tag und Nacht unterscheiden kann. Am nächsten Tag schuf Gott alles, was im Meer lebt. Die großen Fische, die kleinen Fische, die Kraken und die Quallen. Und dann schuf er die Tiere. Die Elefanten und die Ameisen, die Schnecken und die Regenwürmer. Alles, was da auf der Erde kriecht und krabbelt und läuft. Und Gott sah sich alles an, was er gemacht hatte, und freute sich daran. Am sechsten Tag aber sagte Gott, lasst uns Menschen machen, Menschen, die uns ähnlich sind. Und so schuf Gott Menschen, Männer und Frauen, große und kleine, alte und junge, dicke und dünne, so viele unterschiedliche Menschen, und alle Menschen zusammen sind Gott ähnlich. Und Gott sah sich an, was er gemacht hatte, und freute sich. Er sagte den Menschen, ich vertraue euch diese Erde an. Seid sorgsam mit dieser Erde, schützt sie und bewahrt sie. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Am siebenten Tag aber ruhte sich Gott aus. Er freute sich an allem, was da krabbelte und lebte, am Licht und an der Finsternis, am Wasser und am Festen, an den Pflanzen und Tieren und an den Menschen, so unterschiedlich wie sie sind. Wie ist alles entstanden?
Das erzählt uns die Bibel. Wie leben wir heute? Das ist die wichtige Frage. Sehen wir aufeinander? Achten wir aufeinander? Gehören wir wirklich zusammen? Wie gehen wir mit den Pflanzen und den Tieren um? Und wie gehen wir mit den Menschen um? Wir haben Gottes Spuren festgestellt auf unseren Menschenstraßen. Liebe und Wärme in der kalten Welt, Hoffnung, die wir fast vergaßen. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auch unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen. Blühende Bäume haben wir gesehen, wo niemand sie vermutet. Sklaven, die durch das Wasser gehen, das die Herren überflutet. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auch unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen. Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz, hörten wie stumme Sprachen. Durch tote Fensterhöhlen kam der Glanz, Strahlen, die die Nacht durchbrachen. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auch unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen. Lasst uns beten. Gott, du hast diese Welt geschaffen, so unterschiedlich und vielfältig. Die Sonne am Himmel, den Regenwurm in der Erde, die Pflanzen auf der Wiese und die Vögel, die durch die Luft segeln. Und vor allem so viele unterschiedliche Menschen, große und kleine, dicke und dünne, alte und junge. Wir danken dir, Gott, für alles, was du gemacht hast. Wir bitten dich, behüte diese Welt, behüte die Menschen, die auf ihr leben. Hilf, dass kein Krieg ist, hilf, dass keine Gewalt ist, hilf, dass niemand Angst haben muss. Wir bitten dich, Gott, für die Pflanzen und Tiere, hilf du uns, die Schöpfung zu bewahren. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihr seid Gottes geliebte Kinder. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden. Amen. Und jetzt geht mal an euer Fenster und seht einmal hinaus. Ein paar Minuten mit offenen Augen. Wie viele Bäume könnt ihr sehen? Wo wächst Gras oder vielleicht sogar Blumen? Und dann hört einmal hin. Hört ihr Vögel? Hört ihr Bienen summen? Beobachtet, was ihr alles sehen könnt und zählt mit, wie viele Tiere und Pflanzen ihr wahrnehmt. Und vielleicht entdeckt ihr ja sogar einen Menschen.